This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen, moin moin, zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute schreiben wir Sonntag, den 25. Dezember, und ich hatte eigentlich geplant, diese Aufnahme zu machen am Sabbat, den 24. Dezember, aber leider ist mir da meine Nachbarin zwischengekommen, die sowohl meine Mutter als auch mich ein bisschen von der Rolle gebracht hat mit den Dingen, die sie gesagt hat. Aber das ist ja nicht weiter wichtig für die Sache, die ich hier vorhabe. Jedenfalls habe ich es deswegen gestern nicht mehr geschafft, noch diese Aufnahme zu machen, auf die ich mich schon eine ganze Zeit lang freue. Bruder Andreas hat mich vor knapp 14 Tagen damit überrascht, mir doch im Verhältnis sehr schnell Kapitel 25, das letzte Kapitel von Herrscher des Bösen, zu geben. In der Übersetzung des Deutschen, und das heißt The Two Ministries, die zwei Ministerien. Und so schaffe ich es halt noch, dass dieses Jahr, 2016, diese Zusammenfassung des Buches, die ja schon fast in eine Übersetzung des Buches hinausgelaufen ist, abzuschließen, nachdem ich das im Februar dieses Jahr angefangen hatte, aufgrund der Arbeit, die Andreas mir geleistet hat hier und das halt übersetzt hat. Also wirklich eine lange Reise, weil ich habe ja fast ein Jahr davor angefangen, Rulers of Evil in Englisch zu lesen und war ja erst, nachdem die englische Lesung vorbei ist, angefangen mit einer deutschen Zusammenfassung. Und das ist jetzt also wirklich eine lange Reise gewesen, aber ich kann euch wirklich versichern, dass wer diesen Teil jetzt hier zum Beispiel als ersten guckt, dem kann ich nur anraten, geh mal zurück und schau auch den ersten Teil. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Buch. Es war eine sehr, sehr wichtige und interessante Reise, und all die Dinge, die ich nachdem mitgemacht habe, viele Dinge, die darauf aufbauen, das Lesen des Buches, alle Wege führen nach Rom, das ich jetzt gemacht habe oder was ich im Augenblick unternehme, die geheime Geschichte der Jesuiten, die verborgene Geschichte der Jesuiten und solche Dinge, das geht alles in dieselbe Richtung mit rein, und das ist schon wichtig, um die Kenntnis über die
über den Jesuitenorden und wie sie in der Politik mitspielen. Und zwar nicht nur in Amerika, sondern natürlich auch weltweit, obwohl das Buch sich hier natürlich hauptsächlich mit Amerika beschäftigt, wo Frederic Tapersource herkommt. Ist wichtig zu begreifen, um die heutige Geschichte, um die heutige Politik auch zu verstehen. Ich meine, dass Trump und Hillary Clinton beides Puppen sind, die an den Fäden des amerikanischen Papstes hängen. Timothy Cardinal Dolan habe ich ja in dem kleinen englischsprachigen Video von They Are Laughing About You, sie lachen euch aus, deutlich gemacht. Und das dürfte ja jedem deutlich sein, der Englisch versteht und sich mal die Videos angeschaut hat von dem L. Smith Charity Dinner, ne? Diesem Wohltätigkeitsdiner, an dem die beiden eben teilgenommen haben. Auf jeden Fall bringe ich heute diese lange Reise des Herrscher des Bösen zu Ende und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft mit Andreas, der bereits andere Übersetzungsarbeiten auf sich genommen hat, und möchte hierbei auch eben nochmal sagen, dass jeder, der dieses Video schaut und der ebenso in der Lage ist, eine qualitativ gute Übersetzung vom Englischen ins Deutsche vornehmen zu können, dass ich den herzlich einlade, sich mal bei mir zu melden, und dann kann er uns helfen, das nächste große Vorhaben zu übersetzen, weil Andreas hat sich bereit erklärt, das Buch, das ich in Englisch gelesen habe, von Leo Herbert Lehmann, Behind the Dictators, hinter den Diktatoren, zu veröffentlichen in Deutsch. Das ganze Buch aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Das ist ein Buch, erschienen 1942 und handelt von der Zusammenarbeit zwischen der römisch-katholischen Kirche, dem Vatikan und dem Dritten Reich. Und das ist ja nun eine Geschichte, die es leider nur in Englisch gibt, die aber, denke ich doch mal, gerade für die Deutschen sehr interessant sein könnte. Ja? Das Buch erschien 1942, in der Mitte des Zweiten Weltkrieges. Naja, jedenfalls hat Andreas sich dazu bereit erklärt, das Buch zu übersetzen, aber jeder, der sich dazu meldet und vielleicht hier und da auch mal helfen könnte und dieses Kapitel übersetzen könnte, Hilfe nehmen wir immer gerne an. Das ist schon mal so. Und wenn ich das Buch dann halt in Deutsch vorliegen habe, dann werde ich danach mir die Mühe machen, werde es in Deutsch lesen und die Videos dann auf meinem Kanal veröffentlichen. Aber bevor er die Übersetzungsarbeit angeht, macht er erstmal die Übersetzung des Jesuiteneides in Vollständigkeit, und das ist meine erste Priorität und seine erste Priorität. Aber nochmals, Andreas, in diesem Augenblick hier, herzlichen Dank für deine wundervolle Arbeit der Übersetzung aller 25 Kapitel meiner ganzen Zusammenfassung des Herrscher des Bösen, das, ich glaube, auf in diesem Word-Dokument, das wir zusammengestellt haben, 132 Seiten gekommen ist. Muss man sich mal vorstellen. 132 Seiten, und das hat er die ganze Zeit übersetzt. Ganz, ganz toll. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank von mir, aber Andreas, auch von allen Zuschauern, die sich dieses Video und die anderen Videos der Lesung anschauen und angeschaut haben. Und auf eine hoffentlich weiterhin schöne, gute, erfolgreiche, fruchtbare Zusammenarbeit im Namen Jesu Christi, für den diese Arbeit hier überhaupt gemacht wird. Das ist nämlich nicht, um den YouTube-Kanal von Joggler66 oder Stunde der Wahrheit zu promoten oder zu hypen oder was auch immer. Es geht darum, hier die Arbeit des Heiligen Geistes im Namen Jesu Christi zu tun und den Leuten aufzuzeigen, in welcher Matrix, dass sie wohnen, ohne es zu begreifen. Wie die Jesuiten es schaffen, mit ihrem Ratio Studiorum uns etwas vorzuspielen, was nicht ist, und in der Zwischenzeit uns das nehmen, was wirklich wichtig ist. Nämlich die Bibel, das Wort Gottes. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Kapitel 25, die zwei Ministerien von Herrscher des Bösen. Das, was die Bibel für mich zu einer so anziehenden Quelle macht, ist der Aufwand, mit dem die Herrscher des Bösen ihr unerlaubtes Lesen unterdrückt haben. Es ist meine Erfahrung, dass die Bibel mit der gleichen Zuverlässigkeit die Wahrheit gerade heraus mitteilt, mit der solche Herrscher mit ihr spielen. Das vorherige Kapitel wurde basierend auf der Annahme geschrieben, dass die herrschenden Institutionen das sind, was sie vorgeben zu sein, nämlich im Bund mit Kain müssen sie ihre wahrheitsgemäßen Ursprünge erkennen, was sie mit der Kabbala bewerkstelligen. Es ist dementsprechend nur gerecht, dass ich dieses Kapitel unter der Annahme schreibe, dass die Bibel wirklich das ist, was sie uns zu sein mitteilt. Sie behauptet nämlich von sich das einzigartige offenbarte Wort
Gottes zu sein. Im Hebräer Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. In Johannes aus Kapitel 1 lese ich mal eben die ersten 14 Verse vor nach der Schlachterbibel, weil ich die sehr wichtig finde zu eben diesem Verständnis. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es wurde ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um zu zeugen von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gemäß Gott, so wie es der Bibel zu entnehmen ist, ist der Zweck des Gesetzes, Übeltäter zu richten. Und so lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 9 bis 10. Wir wissen aber, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Unbotmäßigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre zuwider ist. Mit anderen Worten, ist jedes Verhalten, das nicht dem glorreichen Evangelium Gottes genügt, von diesem Gesetz eingeschlossen, das inhaltlich offensichtlich eine Rechtsprechung ist, die Jesus Christus fremd ist. Die Bibel lehrt uns die glorreichen Anweisungen des Evangeliums in 6 verschiedenen Punkten. Erstens, Buße tun für sündhafte Lebensweisen, wie wir in Matthäus 2, Vers 8 lesen. Zweitens, den Nächsten lieben wie sich selbst, Matthäus 19, Vers 19. Drittens, die Feinde lieben und segnen, Matthäus 5, Vers 44. Viertens, umsonst geben, ohne an eine Belohnung zu denken, wie wir in Matthäus 10, Vers 8 lesen. Und fünftens, Schulden und Verletzungen vergeben, wie wir in Matthäus 6, Vers 12 lesen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und in Matthäus 18, Vers 22 lesen wir, Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Ja, wie oft müssen wir unsere Schulden unseren Schuldnern vergeben? Ha! Bis 70-mal 7-mal. Das ist so wichtig und von so wenig Leuten richtig verstanden. Hier seht ihr nämlich einen wundervollen Verweis von Jesus selber auf die 70-Wochen-Prophezeiung von Daniel, Kapitel 9. Zitat: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. Nach 490 Jahren ist es vorbei für das sogenannte Volk Gottes. Nun erlöst Gott jeden, der an ihn geglaubt hat, und nicht nur den Stammbaum Abrahams und Davids. Wer da mehr von lernen möchte,
sollte sich meine Videoserie anschauen über den größten Betrug seit dem Garten von Eden. Den ersten Teil davon habe ich bereits produziert. Ich weiß nicht, ob der schon rausgekommen ist, wenn ich dieses hier veröffentliche. Ich nehme an, von ja. Und weitere Teile werden darin folgen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil schließlich geht es über den größten Betrug seit dem Garten von Eden. Viele wissen noch nicht mal, was der Betrug von Garten von Eden war. Was dann der größte Betrug seitdem ist, wissen sie sicherlich nicht. Und genau davon handelt diese kleine Miniserie. Und die baut sich auf rund um Daniel Kapitel 9, Verse 24 bis 27. Die vier meines Erachtens wichtigsten Verse. Und warum sind sie so wichtig in der Bibel? Ganz kurz gehe ich da mal drauf ein, weil zum Beispiel in der jüdischen Bibel das Buch des Propheten Daniel nicht bei den prophetischen Büchern steht. Also die Juden erkennen Daniel nicht als Propheten an, mit allen Folgen, die das mit sich mitzieht. Und sie haben sogar einen talmudischen Fluch ausgesprochen über denjenigen, der sich die Mühe macht, die Zeit zu bestimmen, wann der Messias kommt, so wie Daniel es in Kapitel 9, Vers 24 bis 27 vorbestimmt hat. Aber wie gesagt, wenn euer Interesse geweckt ist, dann schaut euch ganz sicher die Miniserie über den größten Betrug seit dem Garten von Eden an. Da könnt ihr mehr drin lernen. Aber wir müssen noch einen sechsten Punkt besprechen, in dem die Bibel uns die glorreichen Anweisungen des Evangeliums lehrt. Nämlich in Punkt 6 müssen wir predigen, dass jeder, der an die Gewissheit von Leben, Tod und Auferstehung Christi glaubt, der königlichen Familie Gottes für alle Ewigkeit beitritt. Durch den Glauben seid ihr errettet, und das nicht durch euch selbst, das nicht durch Werke, dass niemand sich brüste, so heißt es, glaube ich, in der Bibel. Ja? Jeder, der an die Gewissheit von Leben, Tod und Auferstehung Christi glaubt, der tritt der königlichen Familie Gottes für alle Ewigkeit bei. Mit anderen Worten, der ist ein wiedergeborener Christ. Natürlich müssen dieser Wiedergeburt Werke folgen. Aber Werke nicht wie in der römisch-katholischen Kirche, dass man durch Werke errettet wird. Nein, die Werke sind ein Zeichen dessen, dass man errettet ist. Sie sind der Beweis dafür, denn Glaube ohne Werke ist nichts wert. Nicht jede Persönlichkeit ist dem glorreichen Evangelium zugetan, obwohl die Bibel uns mitteilt, dass ein jeder auf die eine oder andere Weise eingeladen wird, es zu kennen. Für den Schutz derer, die dem glorreichen Evangelium zugetan sind, und für die Handhabung derer, die ihm fremd sind, existiert die Herrschaft des Gesetzes, oder wie es so schön im Englischen heißt, the rule of law. Da hat ja Präsident Bush, der Vater Bush, 1991 am 11. September schön drüber gesprochen, über the rule of law, als er von einer neuen Weltordnung sprach. Ist in dem englischen Teaser-Video von Alle Wege führen nach Rom, da ist das drin, in der deutschen Version nicht, aber in der englischen Version kommt das vor. Die Herrschaft des Gesetzes ist das System, durch das die Autoritäten, welche Kains Macht und Insignium des Königtums tragen, die Welt beherrschen. Kurz erläutert ergibt sich folgender Vergleich mit dem Evangelium. Und nun kommt an dieser Stelle in dem Buch Herrscher des Bösen folgen zwei Tabellen. Diese zwei Tabellen machen einen Vergleich zwischen den Prinzipien der Lehre der Bibel, zwischen der Herrschaft des Gesetzes, zwischen den säkularen Regierungen und der römisch-katholischen Kirche. Und diese Tabelle kann ich natürlich jetzt hier nicht vorlesen. Das ist ja unmöglich. Das muss man sich halt selbst mal angucken in dem Buch. Und ich kann das hier wirklich nicht im Detail erläutern. Aber ihr könnt es gerne selber nachlesen und studieren in dem Buch Herrscher des Bösen selber. Aber lasst uns eben sehen, was Tapper Source selbst noch weiterhin darüber zu sagen hat. Die Herrschaft des Gesetzes ist das, was die Bibel einen Dienst der Verdammnis nennt. Und lasst mich da eben mal ganz deutlich sein. Wir wollen keine Gerechtigkeit des Gesetzes. Wir wollen Gnade. Vor dem Gesetz kann niemand bestehen, weil keiner es recht schaffen, nicht einer.
Deswegen sind wir auf Gnade angewiesen, die Gnade, die Gott uns erweist. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9 lesen wir: Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Und im 1. Korinther 15, Vers 56: Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Nun, das lässt sich daran erkennen, dass das Gesetz am lebendigsten ist, wenn es aufspürt, verfolgt und Verbrechen bestraft. Die Diener der Herrschaft des Gesetzes werden Gesandte der Gerechtigkeit genannt, deren Ende gemäß ihren Werken sein soll. Das lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 14 bis 15. Zitat: Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich als Diener der Gerechtigkeit verkleiden, aber ihr Ende wird ihren Werken gemäß sein. Ende Zitat. Ich möchte damit sagen, gute Werke, gutes Ende, schlechte Werke, schlechtes Ende. Wie es von einem Dienst zu erwarten ist, der sich auf keinen beruft, von dem uns die Bibel mitteilt, dass er von dem Argen war. Im 1. Brief des Johannes, Kapitel 3, Verse 11 bis 12 lesen wir: Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Argen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Der Dienst der Verdammnis, die Herrschaft des Gesetzes, gehört Satan. Es ist eine schockierende Erkenntnis, dass weltliche Gesetze laut Bibel zu Satans Aufgabenbereich gehören. Aber überraschenderweise lehrt die Bibel ebenfalls, dass ein gewisses Maß an Freundlichkeit zwischen Gott und Satan besteht. Wir erfahren aus dem Buch Hiob, dass Satan in Gottes himmlischen Thronraum willkommen ist, obwohl er eine Rebellion im Himmel angeführt hat, wegen der ein Drittel der Gesamtheit der Engel vertrieben wurde. Sein Geschäft besteht darin, das Land zu durchstreifen und darin umherzugehen, wie wir in Hiob 1, Vers 7 lesen können. Da er ein Engel und daher unfähig ist, eine körperliche Gestalt anzunehmen, kann Satan menschliche Angelegenheiten nur beeinflussen durch: erstens, die Bereitstellung geistiger Führung für Menschen, die mit ihm als Gott der Welt, wie wir im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4 nachlesen können, einverstanden sind. Also, wenn ich als Mensch mich geistig dafür bereitstelle, dass ich mit dem Satan als Gott der Welt einverstanden bin und durch die Manipulation der Naturkräfte als Fürst, der in der Luft herrscht, wie wir in Epheser 2, Vers 1 und 2 nachlesen können. Diese Menschen, das sind diejenigen, die eben das Zeichen des Kain haben und die wir immer dann andeuten als die da oben, the powers that be, und welche ganzen Ausdrücke es da nicht immer für nimmt. Und das, was wir hier lesen, durch Manipulation der Naturkräfte als Fürst, der in der Luft herrscht, wie es ja in der Bibel geschrieben steht über Satan, das ist es, was Chemtrails und Harp zum Beispiel machen. Es gibt also, und das ist ganz wichtig zu verstehen, biblische Belege für sogenannte Verschwörungstheorien, weil für viele Leute sind Chemtrails und Harp ja Verschwörungstheorien. Nein, das sind nur die Mittel und Wege, mit denen Satan die Dinge durchsetzt, die im Grunde Gottes Werk sind. Weil Gott lässt es zu. Wenn die Menschheit sich von dem Gott der Bibel abkehrt, dann kehrt Gott sich von den Menschen ab. Und genau das ist geschehen und das geschieht heute noch. Nur diejenigen, die sich Gott zuwenden, die Jesus Christus als ihren Erlöser akzeptieren und die versuchen, in Gottes Geboten, in Jesus Christus Geboten zu leben, die sind Gottes Kinder. Um die Welt, um die weit verbreitete Zustimmung zu seiner geistigen Führung zu sichern, nutzt er, also Satan,
übernatürliche Fähigkeiten, um sich unwiderstehlich attraktiv zu machen. Er ist ein Engel des Lichts, wie wir bereits im 2. Korintherbrief 11, Vers 14 gelesen haben. Der Urheber von humanistischen Kompositionen, Glanz und Gloria, atemberaubender visueller Erfahrung. Hallo, denk mal an das kommende Blue Beam, denk mal an Fernsehen, Kino, die ganzen, zwischen Anführungszeichen, Tricks, Animationen und was weiß ich nicht alles. Was ist denn das alles als atemberaubende visuelle Erfahrung? Desorientierender Emotionalität und überwältigender Architektur. Er beabsichtigt uns dadurch zu überzeugen, dass er die Macht des allmächtigen Gottes auf der Erde ausübt und dadurch, dass wir aus diesem Grund verpflichtet sind, seiner moralischen Führung zu folgen. Wie wir lesen können in Matthäus Kapitel 4, Verse 1 bis 10. Darauf wacht Jesus vom Geist in der Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihm hernach. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinethalben Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Hier hat der Satan versucht, Jesus Christus zum Antichristen zu machen. Er hat ihm das versprochen, was er dem Papsttum später gegeben hat. Jesus Christus hat es abgelehnt, weil er weiß, dass er der rechtmäßige Erbe ist und dass Satan nicht geben kann, was ihm gar nicht im Grunde gehört. Er ist zwar Herr darüber im Moment, aber es gehört ihm nicht, weil der Herrgott sagt: Die Erde ist mein Fußschemel und alles, was darin ist, ist mein. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier verstehen muss, wir haben hier einen Hinweis darauf, dass Satan eben die Macht, die er hier Jesus angeboten hat, später eben jemand anderen angeboten hat. Und der nennt sich heute der Stellvertreter Jesu auf Erden. Jesu hat das Angebot vom Teufel nicht angenommen. Aber der sogenannte Stellvertreter, der Vicarius Filii Dei, der hat es angenommen. Und den nennen wir heute Papst. Nun, Jesus Christus stimmte der ersten Aussage zu und dadurch bestätigte er meiner Meinung nach den Bund zwischen Gott und Kain, aber er ermahnte Satan, dass nur das geschriebene Wort Gottes dazu geeignet ist, die Menschheit und ebenso den Trickbetrüger zu leiten. Ganz abgesehen von der unfehlbaren moralischen Führung scheint das geschriebene Wort Gottes die einzig wahrhafte Enthüllung von Satans Ursprung, Aufgabenbereich und Zweck zu sein. Aufgrund des Potenzials, seine Berufung zu beschädigen, haben die höchsten Herrscher des Rechts traditionell das Lesen der Bibel verhindert oder zumindest nicht gewissenhaft bestärkt. Ein sehr wichtiger letzter Satz. Aufgrund des Potenzials, seine Berufung zu schädigen, haben die höchsten Herrscher des Rechts traditionell das Lesen der Bibel verhindert oder zumindest nicht gewissenhaft bestärkt. So wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer zur jüdischen Zeit dafür gesorgt haben, dass das jüdische Volk nicht
die Bibel lesen konnte, so wie sie bestimmt war von Gott, von den Menschen gelesen zu sein, und daraus zu lernen, wie man Gott zu folgen hat, sondern sie aus dem Talmud gelehrt haben und deswegen Ärger bekamen mit Jesus, als er auf der Erde wandelte und ihnen das gezeigt hat. So wie das damals war, so ist es heute. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aus der Bibel, die nennen wir heute katholische Priester und Bischöfe und Kardinäle und Papst. So ist das, ob euch das gefällt oder nicht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Namen sind vielleicht verändert. Die Spieler sind dieselben. Seit der Epoche des Kaisers Konstantin hat das römische Papsttum das Konzept gepflegt, dass der Herrscher, der die Übeltäter terrorisiert, notwendigerweise ein Christ ist. Naja, ein Christ. Ein Katholik. Papst Silvester, der Bischof von Rom, der Konstantin vermutlich zum Christentum konvertierte. Konstantin hat niemals wirklich konvertiert, sah nichts Ungewöhnliches in einem Krieger, der zum Glauben des gekreuzigten Jesus findet, indem er seine Feinde abschlachtet. Das ist doch nicht christlich. Denn was sagt Jesus zum Töten? Was sagt Jesus dazu, einen anderen Menschen zu verletzen? Also kann das ja nicht göttlich sein, kann das ja nicht christlich sein, was der Konstantin da tat. Dieses Denken durchflutete die Nachfolger Silvesters, also die weiteren Bischöfe von Rom, wie ja heute auch eben der Papst der oberste Bischof von Rom ist, sowie auch die Kreuzzüge, das Heilige Römische Reich, den europäischen Nationalismus, die amerikanische Revolution, den amerikanischen Sezessionskrieg und die Kriege des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich scheint es die erstaunlichste psychologische Errungenschaft des schwarzen Papsttums zu sein, dass Protestanten im Allgemeinen zustimmen, dass bewaffnetes Herrschertum eine Vollmacht ist, die den Christen von Gott auszuüben erteilt worden ist. Da gemäß der Bibel keine Vollmacht für einen Angehörigen des Leibes Christi gibt, irgendeine Bewaffnung zu tragen, außer der symbolischen Bewaffnung mit dem Wort Gottes, bestätigt die Zustimmung zu solch einem Prinzip prima facie die Anhaftung an die moralische Führung von dem, der die Macht des allmächtigen Gottes auf Erden ausübt, derjenigen Person, die rechtmäßig das Zeichen des Kain in einer langen Folge, die mit dem Peter begann, trägt. Ja, die Päpste können ehrlich behaupten, dass Peter ihr Fundament ist, indem sie eine geistige Reservation aufrechterhalten, das hebräische Jir, ausgesprochen Peter, Erstgeborener meint, was natürlich Kains Haupteigenschaft als Erstgeborener von Eva ist. Der Erfolg des römischen Christentums, Rache an dem Bösen zu nehmen, hat dazu geführt, dass die Welt dem christlichen Evangelium stark misstraut. Ja, das Christentum wurde von der römisch-katholischen Kirche gekapert. Der Papst bringt das Christentum in Verruf, weshalb es wichtig ist zu verstehen, dass römischer Katholizismus kein Christentum ist. Er ist das genaue Gegenteil. Römischer Katholizismus ist die Synagoge Satans. Der Judaismus zur Zeiten Jesus Christi, das ist der Katholizismus heute. Es ist für Rom vorteilhaft, wenn der christlichen Heilsbotschaft misstraut wird, da jede Seele, die Christus misstraut, Roms rechtmäßige Beute ist. Es ist vorteilhaft für Rom, wenn gegen vermeintlich tyrannische Regierungen rebelliert wird, da Rebellion gegen Tyrannen Ungehorsam gegenüber dem glorreichen Evangelium bedeutet. In Kapitel 20 hatten wir bereits darüber gelesen.
Da ist bereits die falsche Aussage genannt worden. Zitat: Rebellion gegen Tyrannen ist Gehorsam gegenüber Gott. Diese Aussage findet sich nicht in der Heiligen Schrift. Vielmehr wird Rebellion in der Bibel als böse bezeichnet. The evil man seeks rebellion, wie wir in Sprüche 17, Vers 11 nachlesen können. In der deutschen Schlachterübersetzung heißt es, ein Boshafter sucht nur Empörung. Naja, und Rebellion wird als Zaubereisünde bezeichnet. Aber die Übersetzung, the evil man seeks rebellion, das zu übersetzen mit ein Boshafter sucht nur Empörung, ist ja wohl wieder eine lächerliche Falschübersetzung ins Deutsche. Gott beseitigt Tyrannen für seine Getreuen. Keine Rebellion kann jemals zu einer Regierung führen, die Jesus Christus würdig ist. Das, was Tapper an dieser Stelle, erklärt, ist die korrekte Version, nämlich Rebellion gegen Tyrannen ist ungehorsam gegenüber dem Evangelium. Eine Regierung, die aufbaut auf Basis von Rebellion, die aufbaut auf Basis von Blutvergießen, kann keine christliche Regierung gründen, kann keine von Gott anerkannte Regierung darstellen. Aber man kann intelligent, frei und sicher in einer Welt leben, die vom Trickbetrüger regiert wird. Das Geheimnis wird durch die Quelle enthüllt, an deren Marginalisierung der Trickbetrüger so hart gearbeitet hat, nämlich die Heilige Schrift. Ich zitiere hier noch einmal den bemerkenswerten Vers aus Habakkuk 2, Vers 4, Zitat: Siehe, der Aufgeblasene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ende Zitat. Indem Gott uns erklärt, dass wir, obwohl Regierungen die falschen Begierden haben, durch ihren Glauben sicher leben können, und dass Gott sie nicht für die Auslöschung ihrer sterblichen Feinde bestrafen wird. Die Bibel reduziert jegliche menschliche Interaktion auf zwei große Dienste. Den Dienst der Verdammnis, wie wir im 2. Korintherbrief 3, Vers 9 nachlesen können, und den Dienst der Versöhnung, wie wir im 2. Korintherbrief 5, Vers 18 nachlesen können. Die Bibel reduziert jegliche menschliche Interaktion auf zwei große Dienste. Den Dienst der Verdammnis, Zitat: Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Und den Dienst der Versöhnung, Zitat: Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und durch den Dienst der Versöhnung und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ende Zitat. Verdammnis ist die Herrschaft des Bösen durch das Gesetz. Es verurteilt und übt Gerechtigkeit aus. Da es der Gegenstand des kriminellen Geistes ist, die Kraft des Gesetzes ist Sünde, erfordert Verdammnis die Brillanz des Erstgeborenen, kein Peter. Zusammen mit der Doppelzüngigkeit der Jesuiten und des Sun Tzu. Verdammnis setzt ihre Autorität mit tödlicher Gewalt durch. Sie trägt das Schwert nicht grundlos. Der Dienst der Versöhnung lehrt und pflegt das glorreiche Evangelium von Christus. Versöhnung verurteilt nicht wirkungsvoll oder übt Gerechtigkeit aus. Vielmehr urteilt sie spirituell. Versöhnung liebt, umsorgt, leidet geduldig, vergibt und erfreut sich an der Wahrheit. Versöhnung versagt niemals, da ihre Stärke nicht Sünde ist, sondern die Macht Gottes. Der Dienst der Verdammnis operiert außerhalb der Gegenwart des Herrn. Sein einziger Beweis für die Verbindung mit Göttlichen ist eine träge Substanz, ein Siegel, ein Altartuch, Mitra, ein Kragen, ein Abzeichen, ein Zeichen des Kain, die Insignie ihrer Berechtigung, Übeltäter zu terrorisieren. Der Dienst der Versöhnung wird unmittelbar durch den Herrn belebt, der in ihm wirkt. Er beweist seine göttliche Abstammung durch alles, was er macht. Seine bloße Existenz ist sein Siegel.
Es gibt natürlich Ausnahmen. Verdammende, die versöhnen, und Versöhner, die verdammen. Mein Vater war ein guter Anwalt, der sich selbst häufig um stattliche Anwaltshonorare brachte, indem er versuchte, Ehen außerhalb des Scheidungsgerichts doch wieder zu versöhnen. Er war ein beruflicher Diener der Verdammnis, aber das Wort Gottes, das auf sein Herz geschrieben war, machte aus ihm einen Versöhner, nahezu ohne sein Zutun. Das ist es, glaube ich, was die Bibel bezeichnet als, Zitat, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Ende Zitat aus dem 2. Philipper, Kapitel, Vers 10. Es ist ein Beweis für die große Kraft der Versöhnung, dass die Welt Verdammende, die versöhnen, hochachtet. Verdammende, für die der Name Jesus Christus nicht von Bedeutung oder auch nur glaubhaft ist. Meine persönliche Meinung, Tapasorsi hier, ist, dass vielen, die Jesus Christus uninteressant finden, durch scheinheiliges Predigen ein minderwertiges Evangelium verkauft worden ist. Ich tendiere dazu, G.K. Chestertons Bemerkung zuzustimmen. Zitat: Es ist nicht so, dass das Christentum ausprobiert und als mangelhaft befunden worden wäre. Nein, sondern dass es selten überhaupt ausprobiert worden ist. Ende Zitat von Chesterton. Und der Casus Knactus hier liegt natürlich in dem Punkt, dass der römische Katholizismus, der sich als Christentum ausgibt, kein Christentum ist. Deswegen ist das Christentum, wenn man das jetzt in diesem Brief, in diesem Sinne sehen will, der römische Katholizismus, sagt er hier, der Chesterton, es ist nicht so, dass das Christentum ausprobiert und als mangelhaft befunden worden wäre. Ja, das, was sich als Christentum ausgibt, aber kein Christentum ist, der Katholizismus ist ausprobiert und als mangelhaft befunden worden. Das wirkliche Christentum ist stattdessen selten überhaupt ausprobiert worden. So muss man diese Aussage von dem Chesterton hier lesen. Da helfe ich dem Tapasorsi mal eben, das in den richtigen Sinn reinzubringen. Wenn Chesterton sagt, es ist nicht so, dass das Christentum ausprobiert und als mangelhaft befunden worden wäre, sondern dass es selten überhaupt ausprobiert worden ist, sage ich dazu, es ist nicht so, dass Katholizismus ausprobiert und als mangelhaft befunden worden ist, aber dass wahres Christentum selten überhaupt ausprobiert worden ist. So sollte ich die Aussage von Herrn Chesterton hier lesen. Trotz der Überschneidungen wirken Verdammung und Versöhnung zusammen als Gegensätze wie Mann und Frau, Meer und Land, Nacht und Tag, Yin und Yang. Verdammnis bestraft uns für unsere Entfremdung von Gott. Versöhnung bringt uns liebevoll mit Gott zusammen. Verdammung kann uns nicht zu Gott bringen, aber uns in seine Richtung lenken. Versöhnung kann uns nicht für die Entfremdung von Gott bestrafen, aber sie kann uns in die Verdammnis entlassen, die auf und ab geht bei der Suche nach korrupten Versöhnern, um sie fortwährend mit Hilfe der üblichen Verdächtigen zu verfolgen. Das Entlassen ist eine versöhnende Tätigkeit. Die spirituellen Urteile der Versöhnung werden durch Entlassen ausgeführt, während die natürlichen Urteile der Verdammung durch das Gegenteil von Entlassen durchgeführt werden. Restriktion. Die Restriktion des Körpers, des Komforts, der Freiheit des Eigentums, der Optionen des Lebens. Ich habe es so oft und unter so vielen Umständen gesehen, dass ich es als Prinzip auffasse. Je größer die Einschränkung, desto näher bei Gott. Das muss man sich mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Da muss man eben mal drüber nachdenken. Und deswegen kommt auch gleich von mir ein Kommentar darüber. Je größer die Einschränkung, desto näher bei Gott. Obwohl der Dienst der Verdammnis auf Satan ausgerichtet ist, um Gerechtigkeit unter Übeltätern auszuüben, und was könnte bitte schön gerechter sein, als dass Satan das Böse regiert, ist der am stärksten Begünstigte derjenige, der das gesamte System von vornherein bestimmt hat.
Das Prinzip wird durch seine Umkehrung bestätigt. Das Prinzip, je größer die Einschränkung, desto näher bei Gott, wird durch seine Umkehrung bestätigt. Hört gut zu. Je weniger Restriktion, desto weiter entfernt von Gott. In welcher Welt leben wir denn heute? In der hauptsächlich doch das Manifest des Aleister Crowley, Do as thou wilt shall be the whole of the law, gilt. Ja? Wo Aleister Crowley sagt, tu, was du willst, und das ist das ganze Gesetz. Freiheit. Freiheit wovon? Freiheit von den Gesetzen Gottes. Keine Einschränkung durch Gottes Gesetze. Aha. Also wenn ich von Gottes Gesetzen befreit bin, dann entferne ich mich ja von Gott. Je weniger Restriktion, desto weiter entfernt von Gott. Und das sieht man ja an den Rückfallquoten der Kriminalstatistik. Die freie Welt, die sogenannte freie Welt, neigt dazu, die Nähe zu Gott zu verwässern, die durch Restriktionen hervorgebracht worden ist. Mit anderen Worten, gib den Menschen vollständige Freiheit, verwöhne sie, und sie werden sich von Gott abwenden. Pinocchio ist doch da auch auf so einen Wagen aufgesprungen und lieber zum Zirkus gefahren als zur Schule. Vergnügungsparks. Wir leben in einer Scheinwelt von, zwischen Anführungsstrichen, Walt Disney, ja, und seinen Disney Parks. Ja. Gib den Menschen vollständige Freiheit, verwöhne sie, und was tun sie? Sie wenden sich von Gott ab. Ein hervorragendes Beispiel ist die Geschichte der Vereinigten Staaten. Und nicht nur, meine lieben deutschen Zuhörer und Zuschauer der Vereinigten Staaten von Amerika, aber ein hervorragendes Beispiel ist die Geschichte der Vereinigten Staaten, weil man guckt ja selber lieber auf andere und weist auf die mit dem Finger, anstatt zu sehen, wie es bei sich selbst ist. Die Vereinigten Staaten, die durch eine Indoktrination der Freiheit dazu geführt hat, dass die Menschen die Beziehung zu Gott verloren haben. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren ursprünglich eine protestantische, gottesgläubige, bibelfolgende Nation, bis sie so viel Freiheiten indoktriniert bekommen hatten, dass keine Einschränkung mehr da war und deswegen sie weit von Gott entfernt waren. Wenn deine Freiheiten eingeschränkt sind, dann suchst du Gott. Und das ist die Hoffnung, auf die wir auf das heutige Amerika setzen können, in dem fast täglich Freiheiten beseitigt werden. Und nicht nur in Amerika, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, auch in Deutschland ist das so. Und mit jedem weiteren terroristischen Anschlag, den sie euch da vorsetzen im Fernsehen, schwinden eure Freiheiten mehr und mehr. Gott sei Dank. Je größer die Einschränkung, desto näher bei Gott. Das heißt mit anderen Worten, die Regierung arbeitet selbst dafür, die Menschen dichter bei Gott zu bringen. Durch die Restriktion. Das kann nämlich aus der Sicht der Regierung auch zu einem nachteiligen Effekt führen. Nämlich, dass die Menschen sich Gott zuwenden und Amerika und auch Europa und hoffentlich Deutschland somit wieder protestantisch wird. Durch die Verfolgung der frühen Christen nahm ihre Zahl so deutlich zu, dass Rom sich entschloss, sie zu unterwandern, anstatt zu töten. Das war im Jahr 315 nach Christus ungefähr. Der einzige Widerstand, der übrig blieb, war der gleiche wie heute. Bibelgläubige Christen, die dem Gesetz und den Anordnungen Gottes folgen, deren Anzahl entsprechend dem Grad der Verfolgung wachsen wird. Je stärker die Verfolgung in der kommenden Zeit sein wird, desto mehr Leute werden den Weg zu Gott finden. Je größer die Einschränkung, desto näher bei Gott komme ich. Das hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Da Satan, genauso wie Paulus es sagt, ein Engel des Lichts ist,
sind seine Diener, Diener der Rechtschaffenheit, deren Ende gemäß ihren Werken sein soll. Die Bibel ist ein Katalog satanischer Diener, die absolut nötig waren, damit Christus sein letztes Werk tun kann. Angefangen bei der Schlange, Kain und Henoch, Ham, Nimrod, Esau, der Pharao, die Amalekiter, Nebukadnezar, Belshazzar, Kyros, Ahasveros, Haman, Judas und viele, viele andere. Einige waren beklagenswert bösartig, andere überraschend moralisch. Es war das Schuldgefühl des Judas, das ihn zum Selbstmord trieb. Der Jesuitenpriester, der meine Anklage am Gedenktag des heiligen Ignatius eröffnete, war ein satanischer Diener und er war absolut nötig für meine Reifung als Christ. Er hat mich auf eine 15-jährige Reise geschickt, die mich bis zu dieser Seite im Buch Herrscher des Bösen geführt hat. Sobald ich die beiden Dienste verstanden hatte, beantworteten sich schwierige Fragen wie von selbst. Was kann ein verantwortungsvoller Bürger tun, um eine moralische, faire und verfassungskonforme Regierung wiederherzustellen? Zuerst erkennen, dass kein Urteil über eine Regierung als unmoralisch, ungerecht oder verfassungswidrig vollstreckt werden kann, außer durch eine berechtigte Person. Nur die Verdammnis hat die Berechtigung, das Verhaltensmuster von Regierungen zu ändern. Um eine Regierung auf konventionellem Weg zu ändern, muss ich zu einem Verdammenden werden. Kann irgendjemand einen wahren Versöhner nennen, der es in der Welt zu Größe gebracht hat? Um Einfluss unter Verdammenden zu erlangen, muss ich die Künste von Sun Tzu und die Künste des Trickbetrügers meistern. Das jedoch wird nur sehr wenig Gutes hervorbringen, denn wie meine Nachforschungen tendenziell aufzeigen, ist es immer das Übergewicht der Ressourcen der Verdammnis, das zur Aufrechterhaltung des Bösen im System führt. Wenn ich Kräfte aufbaue, die in der Lage sind, das System bedeutend zu ändern, werden die Meister mich umbringen, da sie von Gott dazu berechtigt sind, sich siebenfach an denen zu rächen, die kein ermorden würden. Kurz gesagt, scheint das Potenzial der Verbesserung im System der Verdammnis auf zyklische Perioden recht guter und recht schlechter Zeiten beschränkt zu sein. Ist das nicht deutlich aus der Geschichte und aus den Nachrichten erkennbar? Nun, natürlich könnte Gott die Regierung durch ein simples Wunder auswechseln. Und die Offenbarung sagt, dass er es am letzten Tag machen wird, dem gefürchteten Tag der kosmischen Erschütterung, an dem reuelose Übeltäter mit ihrem Biest brennen und nur die Perfekten übrig bleiben werden. Die Bibel schweigt dazu, wann dieser Tag kommen wird. In der Zwischenzeit wird Versöhnern mitgeteilt, dass es ihre Aufgabe ist, menschliche Herrschaft zu verbessern. Aber nicht, indem sie das System unter ihre Kontrolle bringen und auch nicht dadurch, dass sie sich in gut befestigten Kommunen abschotten. Versöhner machen das System besser, indem sie sich verfügbar halten. Versöhner sind attraktiv für die Verdammnis, da sie nicht verurteilen oder Gerechtigkeit auszuüben versuchen. Sie setzen niemanden ab, werfen niemandem vor, schuldig zu sein oder weisen ihm Schuld zu. Folglich werden Versöhner nicht als Gefahr wahrgenommen. Sie sind weise wie Schlangen und harmlos wie Tauben. Matthäus 10, Vers 16, Zitat: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ende Zitat. Das heißt nicht, dass Versöhner das Böse billigen. Ihre Haltung gegenüber der Sünde ist folgende: Menschen können gut von böse unterscheiden. Menschen muss nicht gesagt werden, dass sie sündhaft sind. Die Menschen wissen es. Das Gesetz Gottes, das ihnen auf das Herz geschrieben ist, erinnert sie fortwährend. Das, was die Welt braucht, ist Freundschaft von jemandem, der göttlich gesonnen ist
oder sogar erfahren mit Gottes Wort. Jemanden, der auf die Liebe von Gott vertrauend, geduldig und nicht verurteilend mit den bösartigsten Seelen Freundschaft halten kann, während er ihnen dabei hilft, sich in ihrem eigenen Tempo durch die Buße zu arbeiten, hin zu gesünderen Werten. Viele Jahre der Verdammnis haben mich zum Dienst der Versöhnung geleitet, und das Herz der Versöhnung ist Liebe. Ich schätze nun die einfache Weisheit der Frage des Felix Mendelssohn, Zitat, warum sollte jemand gegen die Menschen aufgebracht sein, die an der Macht sind? Ende Zitat. Gegen die Machthaber aufgebracht sein? Gegen irgendjemanden aufgebracht sein, ist für mich nicht länger reizvoll. Ich tue Gutes oder versuche es zumindest mit der Hilfe des Herrn. Die verlässlichste Anleitung für diesen Zweck sehe ich immer noch in der Bibel mit ihrem glorreichen Evangelium. Und die Bibel sagt mir, dass die Herrscher des Bösen mich dafür loben werden, wenn ich Gutes tue. Nicht Gutes in meinen Augen, sondern Gutes, so wie das Evangelium es definiert. Gott von ganzem Herzen mit Seele und Geist lieben. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und somit unterstelle ich mich freiwillig den Verdammenden für eine Prüfung meines Gewissens. Wer weiß? Vielleicht wecke ich bei dem Prüfer der Verdammnis Interesse an den Freuden der Versöhnung. Steuern? Ich zahle weiterhin alle Steuern, zu denen ich verpflichtet bin, und keine, zu denen ich nicht verpflichtet bin. Abschließend sehe ich es kommen, dass einige mit bestimmten Schlussfolgerungen von mir in diesem und anderen Kapiteln wahrscheinlich nicht übereinstimmen werden. Ich begrüße Uneinigkeit. Uneinigkeit ist die Mutter dieses Buches. Niemand bezahlt mich dafür, irgendeine bestimmte Lehre zu vermarkten. Ich bin keine Person, die Recht behalten muss. Ich lasse mich von Fakten leiten. Die Fakten haben meine Schlussfolgerungen geformt. Die Fakten haben dieses Buch geschrieben. Ich möchte an dieser Stelle jeden bitten, der von überzeugenden, anderslaufenden Fakten Kenntnis hat, von Fakten, die mich in eine andere Richtung führen, mir diese zu zeigen. Ich stehe nicht so hoch, dass ich nicht erneut umkehren würde, noch würde ich davor zurückschrecken, Richtigstellung zu drücken. Das sagt natürlich Tapper Saucy, aber ich habe das Wort Fakten mit Absicht so deutlich betont, weil ich habe keine Lust und ich werde mich nicht auf Diskussionen von irgendwelchen Meinungen einlassen. Fakten. Lest das Buch oder schaut euch die ganze Lesung an. Und studiert die Fakten, die hier genannt worden sind. Ganz besonders in Kapitel 1. Und wenn ihr diese Fakten widerlegen könnt, dann habt ihr Grund, dieses Buch und seine Botschaft anzuzweifeln. Ansonsten nicht. Wenn der heilige Franz Xaver sagen kann, Zitat, ich würde nicht einmal dem Evangelium trauen, wenn mich die Autorität der Kirche nicht dazu bewegen würde, Ende Zitat. Dann kann ich, Tapper Saucy, und auch ich, Jörg, mit keiner geringeren Überzeugung sagen, dass ich nicht einmal an die Bibel glauben würde, wenn die Wahrheit mich nicht dazu bewegen würde. Und dieses Schlusszitat von Franz Xaver, das ich gerade vorgelesen hatte, ich würde nicht einmal dem Evangelium trauen, wenn mich die Autorität der Kirche nicht dazu bewegen würde, kommt ursprünglich von Augustinus von Hippo. Und Franz Xaver, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist der zweite in der Befehlskette, direkt nach Loyola. Ich möchte diese Buchlesung Herrscher des Bösen gerne enden mit Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Damit kommt die Lesung und Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen von Frederick Tupper Saucy, veröffentlicht 2001. Ende geschrieben 1996, hier zu einem Ende. Tupper Saucy gab noch ein sehr interessantes Interview an Greg Szymanski oder Greg Anthony, wie auch immer er sich gerade nennt. Und in vielen dieser deutschsprachigen Zusammenfassungen ist auch der Link zu diesem englischsprachigen Interview damit bei. Wer Englisch kann, sollte sich das Video und damit das, oder besser gesagt das Audio, weiß ich jetzt gar nicht mehr, es ist ja nur, also sollte sich das Video, ich glaube auf First Amendment Radio ist es drauf, anschauen, wo Greg Szymanski 2006, weniger als ein Jahr vor seinem Tod, Tupper Saucy interviewt. Und da kommt man eine ganze Menge auf das zurück, was hier bereits gesagt wurde in dem Buch. Und ich fand es schön, mit dem Wort Gottes, mit dem Psalm 23 abzuschließen. Und ich danke jedem fürs Zuhören, fürs Zuschauen und auch fürs Teilen all der Videos dieser Serie Herrscher des Bösen. Und hoffe, dass jeder zu der Erkenntnis kommt, der Versöhnung. Dass er von den zwei Ministerien, die wir hier haben, nämlich das der Verdammnis und das der Versöhnung, das Richtige wählt für sich. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Teilen. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss.